Aber das Ei. Hier. Nur, dass hier eben nichts ist. Hier könnte ich einschlagen. Hier könnte ich was öffnen. Also ja, ich bin recht safe hier an dem Spot. Im Gegensatz zum letzten Kaiaskanum, wo ich in einem Pilz gespawnt bin. Solche Wände sehen jedoch allerdings verdächtig aus. Also als ob da was dahinter sein könnte. Hi. So, hör auf zu nerven. Ah, da bist ja noch einer von euch. Da lang muss ich gehen. So. Spalt mir mal ein bisschen Mana auf. Ich kann da lang gehen. Ich kann hier durch die Tür nicht gehen. Ich könnte aber da lang gehen. Da geht es wieder in giftigere Gefilde. Oder da lang. Gehen wir mal da lang. So, da ist noch so ein. Wo will ich jetzt lang? Gehen wir mal hier rum. Hi. Ganz ehrlich, mit einem von euch kann man es locker aufnehmen. Hier ist nämlich der Durchgang, den ich von der anderen Seite auch schon angeschlagen hatte. So. Dann wären wir wieder in dem Zentralraum. Ich sehe dich da hinten. Deswegen kriegst du jetzt mal die volle laute Breitseite ab. Ja, ich höre wieder was. Oh, das hier sieht interessant aus. Das ist wieder Kraut für dich. Durch die Tür können wir noch nicht durch. Wir haben also noch die Tür hier und da oben ein bisschen zur Erkundung. Wow. Warum hast du schon wieder Hunger? Ah, ich habe mich fast in der Ecke boxiert. Das sah gruselig aus gerade. Also ja, hier lang. Hier ist eine Beschreibung. Erkundungsbericht. Wir wurden vom Rest der Gruppe abgeschnitten. Was von uns sowieso noch übrig geblieben ist. Dieser Weg war eine Falle, das kann ich sagen. Yggdrasil war niemals so sehr darauf erpicht, Reisende zu töten. Was zum Licht ist hier passiert?
Ich wette darauf, dass es irgendwas damit zu tun hat, was die Watchers hier tun. Laufen wir schon wieder in ihre Fallen? Wir brauchen einen Weg, um durch diese Einstürze durchzubrechen. Aber die meisten unserer wenigen Geomancers, die den Dekonstruktionszauber beherrschten, sind zu Dutzenden in diesem Ort zum Opfer gefallen. Die Gifte sind einfach zu viel. Ja. Okay, ich könnte hier wahrscheinlich den Weg zurücköffnen. Oder auch mein Verderben. Freilassen. Da Fug. Hilfe. Moment, bevor ich mich hier drin sicher fühle. Hier zu machen. Ein Stein und eine Cave Nettle sind eine Giftbombe. Das soll ich mir aufschreiben. Stone plus Cave Nettle ist gleich Pois Bomb. So, du hast ein Level Up. Stuff Defense. Spirit Ward. Klingt gar nicht mal so schlecht. Ja, Detect klingt auch nicht so schlecht. Feuermagie haben wir jetzt noch keine neuen Nennenswerte. Und Eismagie auch nicht wirklich. Also gehen wir auf Stuff Defense. Da kannst du wenigstens... Ah, ich muss hier gucken. Spirit Ward. Ah, das ist cool. Eine prozentige Chance auf Windpower basierend, um meine Resistenzen zu erhöhen. Also Poison Disease und Paralyse Resistenzen. Ah, ups. Hier drin waren die Viecher, glaube ich. Ja. Wir müssen wohl oder übel die Taktik spielen. Sonst kriegen wir die nämlich nicht tot. Wow, die beißen ganz schön hart zu. Wenn sie mal treffen, zum Glück. So, Level Up für dich. Bei dir ist klar, alles in Air Magic.
Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, wie viele von denen da noch rumwurseln. Zum Glück sind sie nicht gerade intelligent. Nein, du machst keinen Zauber mehr. Das brauchen wir nämlich zur Not für Resistenz. Und du kriegst auch mal wieder den Speer in die Hand. Damit wir dich wenigstens tot kriegen. Ich muss ja sagen, sie geben sehr viel Erfahrungspunkte. Und ja, ich sehe gerade, ich habe hier zum Beispiel... Knochenteile drin, die ich auch hier drin habe. Ich sollte mal vielleicht hier die Schädel sammeln und hier alles andere, was ich so an Knochen zusammengesammelt habe. Ja, das kann so bleiben. Und ja, Lizardfang habe ich hier ja einen. Den kann ich mal da reinpacken. So. Wie sieht es bei den Leuten mit Nahrung aus? Das wird schon wieder enger. So, hier ist nichts mehr. Da ist auf jeden Fall einer der Räume aufgegangen. Wird es wieder dunkler? Nein. Hier war ich, habe ich mich jetzt gerade eingebunkert gehabt. What? Wer hat die Beholder eingeladen? Und vor allem, warum sind hier Beholder? Wenigstens sind sie saumäßig langsam. Wow, okay, nicht gut. Ah, Mist, jetzt ist da der Unangeschlagene. Habe ich keine großartige Wahl, außer mal zu schlafen? Hier müsste ich einigermaßen sicher sein. Okay, Heilspell ist abgeklungen. So, das dürfte am Mana reichen. Den mal auffrischen. Der hätte nämlich eigentlich schon längst auslaufen müssen. Wesen scheinen sie Schaden zu nehmen. Und wenigstens drehen sie sich nur so langsam um, dass ich sie gut behaken kann. Wow, ein Schlüssel. Ein Mineralienschlüssel. Level up. Missile Weapons. Jupp. Weil Dodge haben wir jetzt soweit improved.
Hi, du. Da gewiss sterben. Oh, da ist ja noch einer. Und ja, war auch immer die Lautstärke davon so laut sein muss.